Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe meinen Clip nochmal überarbeiten müssen. Sorry, ich habe mich tatsächlich vertan. Ich habe nämlich während meines Vortrags, den ich mündlich gehalten habe, ohne Konzept, gesagt, dass in Frankreich die noachidischen Gesetze auch Gesetzesstatus erhalten haben. Das stimmt so nicht. Der Nationalkongress hat wohl einen Entwurf eingebracht, dass Antisemitismus und Antizionismus verboten werden. Dagegen hat sich die französische Mittelschicht und Intelligenz auch aufgelehnt, hat gesagt, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass die noachidischen Gesetze in Frankreich vom Nationalkongress verabschiedet worden sind, so wie in Amerika. In Amerika ist das tatsächlich Gesetz und ich habe jetzt im Clip auch eine Quelle dazu gegeben, wo man das nachlesen kann, auch mal den Wortlaut sehen kann und habe noch so zwei, drei andere Ergänzungen im Video auch gemacht, dass das ein bisschen plastischer wird. Also sorry, ich habe mich da tatsächlich auch vertan, habe das jetzt korrigiert und lade das nochmal neu hoch. Viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Schön, ja, dann darf ich euch auch alle ganz herzlich grüßen heute Abend. Wir schauen uns an Frucht statt Werke. Wir werden aber noch ein Thema streifen, was ja, vielleicht nicht so ganz direkt mit Frucht zu tun hat, sondern eher mit Werken, um so ein bisschen auch den Kontrast nachher zu zeigen. Ich lese uns zuerst einen Vers aus Römer 7. Paulus schreibt: Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen, auf das wir Gott Frucht bringen. Da wollen wir uns heute Abend mit beschäftigen und ich bete noch zu Beginn mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium, was du uns gegeben hast. Danken dir dafür, dass du gestorben bist auf Golgatha und auferstanden bist und dass du den Glauben möglich gemacht hast, nicht nur für Israel, sondern auch für uns aus den Heiden, die wir keine Hoffnung hatten, aber die durch deine frohe Botschaft auch zum Glauben gefunden haben und dich kennen dürfen und mit dir leben dürfen und Hoffnung haben, einen Grund haben für unser Leben. Und wir danken dir dafür, dass wir darüber nachdenken dürfen, auch heute Abend sei du unter uns, so wie du zugesagt hast, dass du da, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, mitten unter ihnen sein willst. Herr, wir versammeln uns zu dir in deinem Namen und bitten dich um deine Nähe und um dein Segnen zum Reden und zum Hören. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Steigen wir mal direkt ein. Frucht statt Werke, das ist nicht Apple und auch nicht der Apfel aus dem Paradies, den gibt es ja sowieso nicht, ja? Das wisst ihr ja auch. Aber es war das einzige Bild, was ich gefunden habe. Römer 7 haben wir gerade schon gelesen. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz. Also wir sind dem Gesetz gestorben, ne? Durch den Leib Christi, weil wir mit Christus mitgestorben sind. Er ist gestorben auf Golgatha. Und wir alle sind mitgestorben. Wir sind dem Gesetz getötet, dass ihr eines anderen seid. Nämlich nicht mehr dem Gesetz zugehörig, sondern dass wir dem gehören, dass wir dessen sind, der von den Toten auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen. Ja, also wir gehören nicht mehr dem Gesetz an, nicht mehr dem toten Buchstaben, sondern weil wir wiedergeboren sind, weil wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Ist unser Maßstab kein toter Buchstabe mehr, sondern eine Person, nämlich der auferstandene Jesus Christus. So gehört es auch. Ja? Das passt dann auch zusammen. Der Zusammenhang, da schreibt der Paulus, wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz wissen. Was ist das Gesetz? Wisst ihr das? Was meint er damit? Gesetz vom Sinai, ja? Ja? Er sagt, ich rede mit denen, die das Gesetz wissen oder Gesetz kennen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Und zwar nicht nur über Israeliten oder Juden, sondern über alle Welt. Ja, das Gesetz verurteilt alle Welt bis heute. Nach diesem Gesetz wird Jesus Christus die Welt richten. Ja? Dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Frau, die unter dem Manne ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. In Klammern Christus. Wenn aber der Mann stirbt, in Klammern Christus, so ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber der Mann stirbt, wenn Christus stirbt, ist sie, die Gemeinde, die Christen, frei vom Gesetz.
dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Ja? Das sagt das Gesetz über Scheidung und Eheschließung. Ja? Und Paulus überträgt das ins Geistliche auf Christus und die Gemeinde. Und er sagt, Christus ist gestorben, er ist auferstanden, wir sind mit ihm mitgestorben, dem Gesetz dadurch los und frei, dem Auferstandenen zu gehören und zu folgen und nachzufolgen. Ja? Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Jetzt legt er das Gesetz aus. Ja, er hat es im Alten Testament gelesen, in der Tora. Und jetzt legt er das aus, neutestamentlich auf Christus. Für uns heute ja, bekannt, damals absolute Ketzerei. Ja, denke ich immer wieder dran, was das für ein Skandal war, was der Paulus da mit dem Gesetz gemacht hat. Aber es ist Evangelium, das ist wahr, ja. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen, nicht mehr Werke tun, sondern dem lebendigen Gott nachfolgen. Auch durch Werke natürlich, ja? Auch durch Tun. Aber er schreibt nicht, dass es darum noch ginge, das Gesetz zu erfüllen mit seinen Geboten, sondern er spricht immer wieder von Frucht, vom Fruchtbringen. Denn da wir im Fleisch waren, da waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tode Frucht zu bringen. Du sollst nicht, du darfst nicht, tu das nicht, aber das Gesetz hat, und dadurch wurde das überhaupt erst wach im Menschen. Ja? Lass dich nicht gelüsten, sagt Paulus im Römerbrief, Römer 7. Und dann merkt er, dass er sich allerlei Dinge gelüsten lässt. Und dadurch hat das Gesetz, das ihm eigentlich das verboten hat, sich gelüsten zu lassen, die Lüste in ihm erregt, ja. Und deswegen schreibt er, die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tode Frucht zu bringen. Also das war für Juden natürlich eine absolute, also Irrlehre, ja, dass das Gesetz dazu führte, dem Tod Frucht zu bringen. Nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt. Also, dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das ist heilig, das Gesetz. Und es ist gerecht und gut. Und in allen Vorschriften des Gesetzes finden wir Gottes Wesen. Ja? Aber Paulus sagt, dass wir das Gesetz recht anwenden müssen. Nämlich dahingehend nicht wie die Juden, die sagen, ihr müsst das Gesetz erfüllen, dann kommt er in den Himmel. Sondern damit, dass er sagt, wir wenden das Gesetz auf uns an und merken, dass wir eigentlich am Gesetz scheitern. Dass wir eigentlich durch das Gesetz eben nicht in den Himmel kommen, sondern eigentlich in die Hölle gehören. So wendet Paulus das Gesetz an. Ist nicht so, als ob er das außen vor ließe. Ja? Er wendet das Gesetz an, aber er sagt, es ist gut, wenn es denn jemand recht gebraucht. Und er nimmt das Gesetz, um zu Jesus zu führen. Das ist die Anwendung, die er macht. Ja? Die Juden sagen, ihr müsst das alles ganz haarklein halten, jedes kleine Detail, und dann seid ihr vor Gott recht. Und Paulus sagt, das Gesetz, da geht es nicht nur ums Tun, das Gesetz geht inwendig in den Menschen rein, bis ins Herzen und scheidet Sinne und Gedanken, ja? Und ist ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens. Und sagt, macht offenbar, was in euch ist, sodass ihr flieht oder sucht nach Hilfe und nach Rettung und flieht zu Jesus Christus und dort heil werdet. So verwendet er das Gesetz. Ja? Das heißt, die ganze Welt ist unter Gesetz. Auch unser alter Mensch ist noch unter Gesetz. Aber der neue Mensch, der gezeugt wird im Glauben durch Gottes Geist in uns, der ist nicht mehr unter Gesetz. Ja? Denn der ist nach dem Willen Gottes geschaffen. Der neue Mensch ist nach dem Willen Gottes, nach dem Bilde Gottes, so wie es am Anfang ja gedacht war. Ja? Dieser neue Mensch braucht keine Verbesserung mehr und sucht seinen Weg an dem Auferstandenen Jesus Christus. Trotzdem lesen wir das Gesetz, auch die 10 Gebote, ja, und sollen uns auch dran halten. Ja? Aber unsere letzte Instanz für unser Handeln ist Jesus Christus. Und es geht auch nicht darum, am Sabbat kein Feuer zu machen und keinen Aufzug zu benutzen, sondern es geht darum, Gott und die Leute lieb zu haben. Ja, eigentlich ganz einfach. So einfach, dass es für einen gesetzlichen Menschen eigentlich schon ärgerlich ist. Ich habe im Internet immer ein paar Clips veröffentlicht, wo es auch um Gesetz geht.
Und da sind viele auch aus gesetzlichen Gemeinden und die haben ein riesen Problem damit, wenn ich sage, wir sind dem Gesetz gestorben. Wir müssen das Gesetz halten, den Sabbat halten und die Speisevorschriften und ja, das hat Gott uns gegeben. Ja, und Paulus sagt jetzt, dass durch das Gesetz sündliche Lüste erregt werden, als ob sie das nicht gelesen haben. Ja? Das ist eigentlich das, was der Paulus uns sagt. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Stellt euch vor, wir würden jemanden kennen, der gütig und gerecht und wahr ist. Was für ein sympathischer Mensch müsste das sein? Mehr will Gott nicht von uns. Und gesetzliche Leute sind oft sehr perfektionistisch und sehr hartherzig und sehr übergenau mit den mit dem Nächsten und mit sich selber oft nur da genau, wo sie gut sind und wo sie weniger gut sind, das lässt man dann lieber ein bisschen außen vor. Ja. Ein russlanddeutscher Bruder hat gesagt, der Pharisäer ist noch nicht ausgestorben. Ja. Es gibt auch neutestamentliche Pharisäer, es gibt es leider auch. Wir müssen uns das Gesetz nochmal angucken. Und ich möchte euch auch noch ein anderes Gesetz zeigen, was ihr noch gar nicht kennt. Haben wir noch gar nicht, vielleicht haben wir schon drüber gesprochen, aber vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Das Gesetz, 248 Gebote, 365 Verbote. Klar, 248 Gebote, 365 Verbote. Mehr Verbote wie Gebote. Ja? Talmudisch, Talmud. Ja? Maimonides hat es aufgeschrieben. Was bei uns der Luther ist, ist bei den Juden der Maimonides. Ja, mittelalterlicher Rabbiner, sehr viel geschrieben, wird sich darauf bezogen. Wenn es Streitfragen gibt im Judentum und jemand zitiert den Maimonides, dann ist das ein Ende alles Streits. Also eine sehr hochgeachtete Persönlichkeit, aber ein Feind des Evangeliums. Ich sage das ganz offen, es hilft ja nichts, drum umzureden. Hat heftige Sachen geschrieben. 248 Gebote, der menschliche Körper soll angeblich 248 Knochen haben, kabbalistische Auslegung. Und 365 Verbote für jeden Tag im Jahr eines. Ja. Macht zusammen 613. Da sind sie mal, habe ich rausgeschrieben aus dem Internet, chabad.org von der Chabad-Lubavitcher Rebbe. Ja, laut Maimonides 248 Gebote, dass wir erkennen, dass nur ein Gott sei, dass Gott einig sei. Das O wird immer weggenommen im Namen Gottes, ja, weil das Hebräische ja nur Konsonanten hat, keine Vokale. Dass wir Gott lieben sollen, dass wir uns vor Gott fürchten sollen, dass wir Gott dienen, dass wir Gott anhängen sollen. Da haben sie alle aufgeschrieben. 365 Verbote, dass man keinem anderen Gott außer dem ewigen, unserem Gott glauben soll, dass man weder selbst noch durch andere Bildnisse desselben machen lasse und so weiter. Ne? Dass man keinen Sternen- und Planetendienst treibe, also nicht zum Mond fliegt. Nee, natürlich nicht, ja. Also Sterne und Planeten anbetet, ja. Dass wir die Tefillin an den Kopf anlegen sollen. Die Tefillin sind diese Gebetsriemen, ne? Mit dem Riemchen, mit dem Schächtelchen hier vorne, mit dem Wort Gottes drauf und die Gebetsriemen um die Arme. Dass wir die Tefillin auf den Arm binden sollen, dass wir die Schaufäden an den Ecken der Kleider machen sollen, dass wir eine Mesusa an die Pfosten der Tür befestigen. In Israel gibt es das an der Haustür, so ein kleines Röhrchen, ja? Kommt hierher, 5. Mose 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein, also oben das Kästchen auf der Stirn, und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. Und das haben sie alles rausgesucht aus der Bibel, haben das aufgeschrieben und haben 613 Gebote daraus gemacht. Es ist wohl so, Tora hat im Hebräischen den Zahlenwert 611, ich hoffe, ich sage das richtig. Und dann gab es am Berg Sinai noch die zwei Liebesgebote. Macht zusammen 613, steht aber nicht in der Bibel, dass es 613 Gebote wären, sondern ist nur eine Sache vom Talmud, steht im Talmud so, ja. Ich habe die mir auch alle mal durchgelesen, hat mich interessiert. Ich dachte, dass manche doppelt sind, aber habe ich dann auch geschrieben an die Internetseite. Sag ich, ihr habt da ein paar Gebote doppelt, dann haben sie mir zurückgeschrieben, ja, ob ich ihnen denn schreiben, chabad.org, ob ich ihnen denn sagen könnte, welche doppelt sind. Dann wollte ich erst zurückschreiben, ihr wollt doch jetzt nicht von mir, von einem unbeschnittenen Goyim, von einem Heiden wissen, wo ihr Fehler in eurem Gesetz habt, oder? Das müsstet ihr doch auch selber wissen. Aber ich habe mich dann da zurückgehalten, ja, und habe dann nichts gesagt. Das sind sie, ein Teil davon.
Es sind noch viel mehr, ja, das muss man alles halten, wenn man Jude ist. Weil ihr dürft das Gesetz gar nicht halten, nach jüdischer Vorstellung. Wer das Gesetz hält und kein Jude ist, muss gesteinigt werden. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen zum Thema, weil ich euch das gerne ein bisschen zeigen möchte, dieses jüdische Denken. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal was davon gehört? Die noachitischen Gebote? Nee, ne? Habe ich auch, also vor einem Jahr habe ich das gefunden. Die amerikanischen Christen kennen das viel besser als die europäischen, speziell die deutschen Christen. Die amerikanischen kennen das gut, weil das Judentum in Amerika viel stärker ist und auch viel mehr in der Öffentlichkeit als bei uns hier in Deutschland oder in Europa überhaupt. Ja? Die Amerikaner, die evangelikalen Amerikaner, kennen die noachidischen Gebote sehr gut, weil verschiedene Pastoren sich damit beschäftigen und auch der Meinung sind, dass die Christen diese Gebote halten müssten. Ja? In Amerika gibt es eine Bewegung, The Kosher Pastor, der koschere Pastor. Die gehen immer mehr Richtung Judentum. Das ist ganz erstaunlich. Ja? Wikipedia könnt ihr auch mal nachlesen, ganz spannend. 7 Stück. Das erste Gebot heißt Verbot der Gotteslästerung. Zweite heißt Verbot des Götzendienstes. Das gilt für uns Noachiden. Wir sind Bnei Noach. Kinder Noahs, ja? Wir sind Nachkommen Noahs und deswegen Noachiden. Einer der Nachkommen Noahs war aber Abraham, so sagen die Juden. Wir denken jetzt jüdisch, nicht christlich, was ich sage, ist auch nicht biblisch, was ich sage, ist jetzt Talmud. Ja? Wir sind Kinder Noahs und für uns sind die noachidischen Gebote. Und wir kennen die nicht, weil die nicht in der Bibel stehen. Die sind nicht in der Bibel, die sind überliefert oder sollen überliefert worden sein. Ja, und Maimonides hat die aufgeschrieben, 11. bis 12. Jahrhundert. Und weil die nicht in der Bibel stehen, deswegen kennen wir Christen die nicht. Ja, die Juden sagen aber, unseren Weisen ist das überliefert worden. Gott hat Noah auch ein Gesetz gegeben, das hat Noah nicht aufgeschrieben, steht nicht in der Tora oder im Tanach, sondern oder in der Tora, in den ersten 5 Büchern Mose, sondern als mündliche Überlieferung und die hat dann der Maimonides aufgeschrieben. Ja. Stehen nur im Talmud, deswegen kennen wir die nicht. In den USA, sehr bekannt, große Diskussion im Moment in Amerika, ja, ob Christen Noachiden werden können, weil wenn man das hier unterschreibt, ich zeige euch die erstmal, unterschreibt in Israel vor einem Gerichtshof, dann wird man ein Tzaddik, ein Gerechter aus den Heiden. Das kennt ihr den Begriff? Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt haben vor den Nazis, die wurden auch zu den Gerechten der Nationen, Gerechte der Völker. Den Begriff kennt man so ein bisschen. Ja? Yad Vashem sind die auch vermerkt. Und wenn man diese Gebote hält, die noachidischen Gebote, dann wird man auch zum Gerechten, zum Tzaddik, ja? Tzadok, ja? Heilig zum Heiligen. Verbot der Unzucht, Verbot des Mordes, Verbot des Diebstahls, alles gute Dinge, ja? Verbot des Genusses eines Gliedes von einem lebendigen Tier. Du sollst das Fleisch nicht in seinem Blut essen. Und das Letzte ist ein Gebot, kein Verbot, sondern ein Gebot. Gebot der Wahrung des Rechtsprinzips. Was soll man jetzt damit anfangen? Das sind eigentlich keine schlechten Sachen, Gott nicht zu lästern, keinen Götzendienst zu treiben, keine Unzucht, keinen Mord, keinen Diebstahl. Beim Diebstahl denken wir, da geht es vielleicht darum, dass man jemand das Auto wegnimmt oder Geld. Aber die Juden verstehen darunter etwas anderes. Die Juden verstehen darunter, wenn wir im Alten Testament lesen, dann bestehlen wir die Juden, weil das Alte Testament gehört nur ihnen. Wir dürfen das Alte Testament nicht lesen, das ist Diebstahl. Wir dürfen auch das Neue Testament nicht lesen, denn es ist gelogen. Außerdem gibt es überhaupt kein Altes Testament, es gibt nur ein Testament. Nur einen Bund mit Israel. Es gibt keinen neuen Bund mit irgendjemandem. Das ist jüdisches Denken. Ich war erschrocken. Ja? Wir dürfen das Alte Testament nur lesen, erstmal nur unter Anleitung von einem Rabbi. Und nur lesen, insofern wir diese 7 noachidischen Gebote einhalten wollen. Sich in den Text zu vertiefen, den zu studieren oder auszulegen, ist verboten von jüdischer Seite. Das ist offizielle Lehre, könnt ihr nachlesen im Internet. Also da taucht ein ganz anderes Bild auf als das, was wir eigentlich kennen.
Und wenn man schon mal sieht, Verbot des Diebstahls, also Diebstahl heißt jetzt nicht Geld zu stehlen oder ein Auto auch, ja, das auch, aber vor allem im Alten Testament zu lesen. Ist verboten. Aus jüdischer Sicht dürfen wir nicht. Und wenn wir die 613 Gebote halten, wie gesagt, Todesstrafe. Steht im Talmud. Jeder nichtjüdische Mensch, der diese Pflichten als Gottes Gebote befolgt, gilt als Gerechter, als Tzaddik, als Beisasse, der Anteil an der kommenden Welt erhält. Die Juden, bei den Juden geht es nicht um eine Auferstehung wie bei uns, dass wir Bürgerrecht im Himmel hätten. Da geht es um eine kommende Welt, wo der Messias kommt und sein Reich aufrichtet, Jerusalem Hauptstadt wird. Die Juden schauen über die Zeit der Gemeinde weg ins tausendjährige Reich, ins Millennium. Ja, das ist die Perspektive, die man hier einnimmt. Und jeder nichtjüdische Mensch, der diese Pflichten als Gottes Gebote befolgt, gilt als Gerechter. Die Juden sagen, diese sieben noachidischen Gebote gelten für alle Menschen, außer für sich selbst. Ja? Diese Pflichten werden auf die Gebote Gottes an Adam und Noah zurückgeführt. Führt jetzt zu weit? Besonders auf die Gebote, die von Noah überliefert worden sein sollen. Da sie somit zeitlich vor der Gesetzesverkündigung am Sinai von Gott erlassen wurden, das ist nicht wahr, das ist eine talmudische Aussage, ja? Das steht in der Bibel nicht, das ist reiner Talmud. Da diese Pflichten somit vor der Gesetzesverkündigung am Sinai von Gott erlassen wurden, gelten sie im Gegensatz zur Tora, die nur für Juden gilt, für alle Menschen. Weil alle Menschen von Noah abstammen. Alle Menschen sind Kinder Noahs. Jüdisches Denken. Ja? Nichtjuden, die diese einhalten, diese Pflichten, können als Tzaddik, als Gerechte, Anteil an der kommenden Welt erhalten. Nur die kommende Welt, nicht der Himmel. Weswegen das Judentum keine Notwendigkeit der Mission Andersglaubender lehrt. Der Noachidismus geht zurück auf die Tradition von Noach in der Tora und Auslegungen im Talmud. Nicht die Bibel, sondern Tradition von Noach in der Tora, die traditionelle Tora-Auslegung, nicht die Bibel selber. Ja? Das ist der Talmud. Habe ich mir gekauft. Ja, richtig teuer. Gibt es auch kleinere Versionen von, fehlen aber wichtige Stellen. Habe ich mir so eine große Sammlung gekauft. Und jedes einzelne von den Büchern ist dicker wie die Bibel, oder? Das ist Gesetz. Das ist Gesetz. Es geht nicht nur um die 613 Gebote, die Maimonides aufgeschrieben hat, sondern es geht um deren Auslegung, deren Erklärung. Da gibt es verschiedene Zeitalter, wann die Weisen dort geschrieben haben. Die kann man auch genau aufteilen, dann so wie die Kirchengeschichte unterteilt ist. So gibt es im Judentum auch. Und jedes einzelne Buch ist dicker wie die Bibel. Die kommen ja gar nicht mehr zum Bibellesen, oder? Da ist so viel Gestrüpp drüber. Jetzt habe ich zum Talmud Gestrüpp gesagt, darf man auch nicht sagen. Ne? Aber Paulus nennt das Gesetz ja auch das Gesetz der Sünde und des Todes. Merkt ihr das, wie das ist? In der Endzeit wird es wieder so sein wie am Anfang. So wie es war, so wird es wieder werden. Es wird biblisch. Wir müssen das wissen, damit wir hören und unterscheiden können. Das ist eine sehr einflussreiche Bewegung weltweit. Ich zeige euch das gleich. Das kommt. Der amerikanische Kongress hat das als Gesetz verabschiedet. Ist ein Amerika-Gesetz. Weiß man gar nicht, ne? Verbot des Götzendienstes. Jesus als Gott anzubeten, die Dreieinigkeit, ist im Verständnis der Juden Götzendienst, weil wir einen Menschen zu Gott machen in ihrer Vorstellung. Verbot der Gotteslästerung, das heißt, auch Gottes Volk darf man nicht beleidigen. Wir sind ja unter uns, gell? Hört ihr das? Antisemitismus in Deutschland? Wie das vorbereitet wird? Irgendwann wird das hier zum Gesetz in Deutschland. In Frankreich ist es schon. In Amerika auch. Auch in skandinavischen Ländern schon. Das ist eine starke Bewegung. Es wird biblisch, ihr Lieben. Verbot der Unzucht.
Geh mal einig, gell? Ehebruch und anderes, was ich jetzt nicht mit Namen nennen will, von hier vorne, das gehört sich nicht. Ja? Aber an diesen Themen hier, an diesem anderen, da scheitert gerade die israelische Regierung am Benjamin Netanyahu. Weil die so einen Homosexuellen, jetzt habe ich es doch gesagt, gell, so einen homosexuellen Erlass da machen wollen. Und die ultraorthodoxen Juden wollen das nicht und die torpedieren und blockieren jetzt die Regierung von Benjamin Netanyahu, weil der Norden Israels eine der Hauptstädten für diese Gay-Community ist, diese weltweite Schwulenbewegung. Will man gar nicht sagen, gell? Zum Mord, wer wen ermorden darf und wer wen nicht ermorden darf, wer wie bestraft wird, wenn er einen Goyim umbringt oder wer wie bestraft wird, wenn er einen Juden umbringt, das steht im Detail im Talmud und möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist auch ein heftiges Thema. Das haben wir schon gehabt, ne? Verbot des Diebstahls, Lesen des Alten Testaments. Es gibt auch andere Formen des Diebstahls, es gibt natürlich auch den Form materiellen Diebstahls im Talmud. Da ist auch geregelt, was passiert, wenn ein Jude einen Goyim bestiehlt und was passiert, wenn ein Goyim einen Juden bestiehlt. Da gibt es unterschiedliche Strafen für, auch im Talmud ausgeführt. Verbot des Genusses eines Gliedes von einem lebendigen Tier ist auch verständlich, das haben sie übernommen noch von aus dem Paradies von Adam. Und dann gibt es hier unten dieses Gebot der Wahrung des Rechtsprinzips. Das heißt, es sollen weltweit Gerichte eingerichtet werden, die die 7 noachidischen Gebote bestrafen, die sanktionieren. Weltweit Gerichte. USA, Frankreich, Norwegen, Schweden, habe ich schon erwähnt. Ja? Das ist eine starke Bewegung. In Israel ist der Sanhedrin wieder gegründet worden. Das ist der Hohe Rat, der im Neuen Testament steht. Der ist gegründet worden in Israel. Der Brandopferaltar ist eingeweiht worden 2018, irgendwann im Winter. Ich habe so ein kleines Video gemacht darüber. Hochspannend. Da ist Druck hinter. Da wird was nach vorne bewegt. Mit viel Einfluss. Im Februar 2018 gab es in Wien einen Kongress mit dem Thema An End to Antisemitism. Keine Frage, niemand soll verfolgt werden wegen seines Glaubens. Aber das ist groß. Das wurde dieses Schreiben hier, das habe ich im Original auch bei mir, kann man runterladen im Internet, könnt ihr euch gerne ansehen, ist auf Englisch. Der Europäische Jüdische Kongress hat eingeladen, im Februar 2018 in Wien zu diesem großen Kongress, alle großen Universitäten waren da, alle einflussreichen jüdischen Kreise waren dort, der Papst war dort, der Papst hat hier ein Vorwort zugeschrieben. Und da war die Universität von Brooklyn, da war die Universität von Tel Aviv mit bei, da waren Universitäten aus Europa, christliche Universitäten mit bei. Und da wurde festgeschrieben, dass die Christen und die Muslime alle ihre Schriftwerke durchforsten müssen, die Christen vor allem, die sind weiter als die Muslime, kann man sich vorstellen, ja? Muslime sind da etwas spröder. Aber da wurde festgeschrieben, dass die christlichen Kirchen alle ihre Schriften, und zwar ihre Schulungsschriften, ihre Gottesdienstschriften und auch ihre Bibel- und religiösen Schriften durchsehen müssen auf antisemitische Äußerungen und die müssen ersetzt werden durch philosemitische Äußerungen, also Äußerungen, die das Judentum positiv darstellen. Das ist hier vereinbart worden, 2018. Und im Nachgang gab es Aufforderungen von jüdischen Gesellschaften an amerikanische Evangelikale, das Neue Testament zu kommentieren an Stellen, wo steht, von der Synagoge Satans oder wo Jesus sagt, euer Vater ist der Teufel. So Stellen gibt es ja im Neuen Testament. Ja? Das soll geändert werden. Eure Bibel soll geändert werden. Das ist stark, das 2018. Der Papst hat ein Vorwort geschrieben dazu. Das ist keine Kleinigkeit. Es wird aber nicht gemeldet. Das ist Fakt hier. Das ist ein Buch, habe ich mir gekauft, Rabbi Yitzhak Ginsburg. Rabbi Yitzhak Ginsburg. Ein sehr bekannter, sehr reputierter amerikanischer Rabbi, Rabbiner und Kabbalist, Kabbala-Lehrer. Kabbala und
die Meditation für die Nationen, also für uns Heiden, was wir da mit der Kabbala anfangen können. Das ist ein Kabbala-Symbol hier unten, ja? Das ist dieser göttliche Funke, der in uns allen, nein, der in den Juden ist, nicht in uns. Wir Heiden haben das nicht, nur die Juden haben diesen göttlichen Funke. Und könnte man ganz viel drüber sagen, wir müssen uns darüber informieren. Das ist die Rückseite, hier ist auch Rabbi Ginsberg, habe ich nochmal groß, ja, so sieht er aus, hat sehr, sehr viele Sachen verfasst, sehr reputierter jüdischer Theologe in Amerika, Brooklyn, Crown Heights heißt ihr Stadtteil, wo die dort leben. Ist spannend, hochspannend dieses Thema, ist wie ein Krimi, wenn man sich da ein bisschen rein vertieft. Und der hat auch ein Buch geschrieben, Kabbalah Meditation for the Nations. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie die Kabbalisten die Bibel lesen. Weil ich bisher immer gedacht habe, ja gut, Tempel, die Juden wollen einen Tempel bauen, einen dritten Tempel in Jerusalem. Und wenn die den bauen, dann werden die dort halt alttestamentliche Opfer bringen. So habe ich gedacht. Aber die sind sehr viel gnostischer drauf, sehr viel synkretistischer, sehr viel religionsvermischender. Da sollen alle Religionen anbeten. Die haben auch schon die muslimischen Staaten alle angeschrieben und Abordnungen nach Israel eingeladen, dieses Tempelinstitut. Rabbi Hillel Weiss, ja, Vorsitzender des Tempelinstituts, der den Tempel bauen will. Die haben die Araber alle angeschrieben und haben gefragt, was denn die Araber sich vorstellen in diesem dritten jüdischen Tempel, wie deren Gottesdienst aussehen soll. Weil alle Völker sollen kommen, auch Muslime und auch Buddhisten und auch Hindus und wer auch immer seine Gottheit dort anbeten will in diesem dritten jüdischen Tempel, darf die anbeten. Ihr könnt es anschauen, wenn ihr wollt. Ich gebe euch den Link zum Clip im Internet. Der ist interviewt worden im amerikanischen Fernsehen, im israelischen Fernsehen. Und der hat gesagt, dieser Tempel wird für alle sein. Nur für eine Sorte nicht, für euch. Weil ihr seid ja Gotteslästerer, weil ihr Jesus anbetet. Für alle Religionen wird dieser Tempel, nur nicht für Christen. Und dieser Rabbi ist ein Kabbalist. Kabbala ist auch so ein Schriftwerk jüdischer Mystik. Gibt auch christliche Mystik, ja. Ich mag immer gern das Wort Gottes, ich mag immer gern zur Bibel. Das ist mein Ding, ja. Das hat Gott uns gegeben. Keine Mystik und kein Gefühl und keine Emotion. Man darf sich freuen im Evangelium, aber unser Glaube ruht nur auf dem Wort und auf sonst nichts. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig. So wie der Luther gesagt hat, sola scriptura. Aber die Juden haben halt neben der Tora und neben dem Tanach, neben dem Alten Testament, das sage ich jetzt als Christ, ja, das ist ja der alte Bund, für die Juden gibt es keinen neuen und keinen alten Bund, es gibt nur ihren Bund. Die haben im Alten Testament halt, die haben zum Alten Testament nicht das Verhältnis, was wir haben, sondern die halten sich an den Talmud und manche gehen halt in diese christliche Mystik hinein und diese christliche Mystik heißt halt dort Kabbala. Kabbala ist in Hollywood extrem prominent, ja, die ganzen Stars und Sternchen sind alles mit der Kabbala da irgendwo in Verbindung, ja, hört man hier nur nichts von. Und der macht so verschiedene Auslegungen zur Bibel, Kabbala and Meditation for the Nations. Und diesen Absatz hier, den möchte ich euch gerne vorlesen. Von Abraham, dem ersten Juden, was die Tora da sagt. Die wollen nämlich Gott führen. Von Abraham, dem ersten Juden, sagt Rabbi Ginsberg, sagt die Tora, dass Gott ihm befahl, wandle vor mir und sei fromm. Kennt ihr, ja? 1. Mose 17. Was anzeigt, dass die Tora vom jüdischen Volk erwartet, dass es vorausgeht, das bedeutet, Gott zu führen. Gleichzeitig ist der Idealtyp eines Nichtjuden zu folgen, zum Beispiel mit dem Göttlichen zu wandeln, und zwar Israel hinterher. Wandle vor mir. Wir verstehen das so, Abraham, wandle vor meinem Angesicht mit offenem Herzen, ja? So kennen wir die Abrahamsgeschichte und so ist auch richtig. Die Kabbalisten verstehen das aber anders, als ob Gott gesagt hätte, Abraham, geh mir voraus und ich folge dir. Wow. Wow. Das ist ein Wort, ja? Gott zu führen, to lead God, das ist die Aufgabe des jüdischen Volks.
Gott zu führen und die Nationen zu führen und alle Welt unter die 7 noahidischen Gebote zu bringen und die Welt wieder gut zu machen und Gott zurückzubringen. Das ist die Aufgabe, die die Chabad-Lubavitcher Juden für sich sehen. Deswegen haben sie 4.000 Schulungszentren weltweit, 4.000 Schulungszentren und haben in Amerika einen Education Day bekommen. Die haben einen eigenen Feiertag in Amerika bekommen. Und an diesem Education Day unterrichten die kabbalistischen, talmudischen Juden junge Amerikaner in der Tora und in den noahidischen Geboten. Und so bringen sie ihr Gedankengut in die Welt und auch zu Christen. War letztens auch jemand, auch ein Jude aus, auch Chabad-Schule, Chabad-Lubavitch, und sind sehr, wie soll man sagen, missionarisch, bringen dieses Denken überall hin. Also ich finde das ist schon heftig, ja, also sich selbst vor Gott zu stellen und zu sagen, sie führen Gott und sie führen die Nationen, ja. Und diese Chabad-Lubavitcher ist nicht irgendeine Richtung im Judentum, die sind sehr, sehr einflussreich. Und zwar nicht nur innerhalb ihrer Glaubensrichtung, sondern auch innerhalb der Politik. Ja? Ich habe euch, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob ich euch ein Bild gezeigt habe davon. In den USA ist das, was ich euch hier sage, unter den Evangelikalen und Evangelischen, da ist ja Evangelical Church, ist ja wie die evangelische Kirche hier. Das geht ein bisschen mit den Begrifflichkeiten durcheinander, anders als bei uns. Aber die kennen das gut hier, also die sind damit vertraut, weil das ständig da bei denen in den Medien auch kommt. Nur wir, Entschuldigung, wir schlafen da ein bisschen, aber ich habe auch geschlafen bis vor einem Jahr. Niemand sagt uns das. Das hört ja nirgendwo. Ist ja viel zu gefährlich. Wer sagt denn sowas? Gibt es ja Ärger. Die Juden, die Chabad-Bewegung insbesondere, versteht sich als von Gott beauftragt. Adam und Eva sind nicht in einem Sündenfall aus dem Paradies ausgestoßen worden, sondern es war eine freie Entscheidung, die Eva verstanden hatte und dem Adam weitergegeben hat. Und die Schlange hat gar nichts Falsches gesagt. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Und dann haben die sich freiwillig entschieden, in diese Schöpfung hinabzugehen und die Welt wieder gut zu machen durch die noahidischen Gebote, durch Schulung der Heiden, indem sie alle Menschen unter das Gesetz bringen und die Welt Gott wieder zurückzugeben. Und ihr kennt diese Botschaft alle, ihr habt die alle schon gehört. Wir haben sie nur nicht verstanden. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you will start to make it better. Beatles, gell? Kabbalah. Wow. Ihr habt das alles schon gehört, aber wir haben es nicht verstanden, weil wir nicht Unterwiesene sind. Wenn wir in der Endzeit leben, es wird wieder biblisch. Das kommt, Gesetz kommt wieder auf uns zu. Hoher Rat kommt auf uns zu. Sanhedrin kommt auf uns zu. Gesetz, noachidische, nicht die Tora, die dürfen wir ja gar nicht mehr lesen. Das ist alles verboten jetzt hier, was wir machen. Neues Testament ist verboten zu lesen, ist ja gelogen. Altes Testament dürfen wir lesen, wenn hier ein Rabbi steht, ja, dann setze ich mich auch wieder. Auch der Pfarrer setzt sich dann, ja, darf der gar nicht, ist alles verboten. Das Kreuz kommt eh weg. Sie übertreiben ein bisschen, oder? Oder übertreibe ich nicht? Ich befürchte nicht. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song, make it better. Wenn man das mal gehört hat und verstanden hat und sich ein bisschen darin vertieft hat, versteht man vieles, was heute in den Medien läuft, in der Presse, in den Filmen. Plötzlich sieht man mit ganz anderen Augen. Jetzt seid ihr so ein bisschen eingeweiht in dieses jüdische Denken und dann habe ich euch mitgebracht, Israel heute. Das war so ungefähr die Zeit, in der ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, den Rabbi Ginzberg gelesen habe und die Gebote gelesen habe und den Maimonides und das ganze Zeugs und ein bisschen Talmud und so. Ne? Ich fand das hochspannend. Und während ich so mittendrin war, das zu lesen da über diese ganzen Themen, kam diese Ausgabe hier von Israel heute, die kennen sicher viele auch von euch, Januar 2020. Und die haben einen Artikel gehabt, gehen wir mit oder vor Gott? Gehen wir mit oder vor Gott? Wenn man das, was wir jetzt gerade behandelt haben, nicht weiß, kann man den Artikel überhaupt nicht verstehen. Habt ihr euch mal gefragt, wie ihr mit Gott wandelt? Ist ein bisschen klein, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Habt ihr euch mal gefragt, wie ihr mit Gott wandelt? Wir sollen mit dem Göttlichen, dem Volk Israel nachwandeln.
Weil Abraham geht ja voraus und Abraham war der erste Jude. Also gehen die Juden voraus und wir Heiden folgen mit Gott den Juden nach. Kabbala. Offizielle Aus könnt ihr kaufen, das Buch ist nicht verboten. Die sind froh, wenn ihr das lest. Damit ihr vorbereitet werdet darauf, damit die Bühne schon bereitet ist. Ja, der Maimonides hat gesagt, es ist natürlich so, dass die Christen nicht an einen Gott glauben, sondern an drei und dass die eigentlich Götzendiener sind. Aber dadurch, dass sie auch das Alte Testament lesen, wird in ihren Herzen schon vorbereitet. Sie kennen das Gesetz ja schon, wenn es dann soweit ist, dass das Gesetz in der ganzen Welt gelten wird, hat Maimonides geschrieben. Gehen wir mit oder vor Gott? Habt ihr euch mal gefragt, wie ihr mit Gott wandelt? Zusammen, nebeneinander, hintereinander oder jeder für sich? Was heißt es, wenn Menschen mir sagen, Gott ist mit mir, Gott ist mit dir, Gott ist in mir? In der Bibel lesen wir, wie zwei Schlüsselfiguren mit Gott wandelten. Ich meine Noah und Abraham. Dieser Artikel vermischt christliches Gedankengut mit Kabbala-Talmud-Denken auf eine Art und Weise, die nur Eingeweihten verständlich ist. Als Christ liest, das ist ja ein christliches Blatt, das ist ja eine bekannte christliche Zeitschrift, ja? Wir haben die auch abonniert, weil ich das interessant finde, auch zu wissen, was in Israel passiert. Aber den Artikel fand ich schon hart. Der erschien mir fast wie ein Feigenblatt oder ein Kompromiss, den man gemacht hat, damit man in Israel weiter berichten darf. Ich rede ganz offen jetzt, ja. Die müssen solche Berichte auch bringen. Und im Artikel steht dann Folgendes, da geht es um Noah und um Abraham, ja. Noah hat, als er gehört hat, dass die Sintflut kommt, sich eine Arche gebaut und hat seine Familie und sich selber gerettet. Die Welt, sagen die Juden, war dem Noah egal. Es ging ihm nur um sich, sagen sie. Abraham hat, als er gehört hat, dass Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte, mit Gott gerungen. Ihr kennt die Geschichte, ja? Wenn nur 50 gerecht hat, nur 40, nur 30, nur 5, ja? So lange, bis Gott dann irgendwann aufgehört hat. Das heißt, mit dem Artikel wird eigentlich gesagt, ich kann ihn jetzt nicht in der Länge lesen, da wird gesagt, Noah steht für die Noachiden, seid ihr, wir. Wir sind Bnei Noach, Kinder Noachs. Uns ist die Welt egal, wir lassen sie vor die Hunde gehen. Schaut euch an, wie sie aussieht. Abraham steht für die Juden. Den Juden ist die Welt nicht egal. Die wollen die Welt wieder gut machen. Sie machen sie gut, indem sie die Nationen unterweisen. Die müssen ja unterwiesen werden im Gesetz, in noachidischen Geboten. Deswegen haben sie Education Days und 4000 Center weltweit, um dieses Gedankengut zu verbreiten. Und dieser Artikel hier, als ich den gelesen habe, da war ich platt. Da habe ich direkt meiner Frau gezeigt. Sag ich, guck mal, wenn du nichts weißt von den noachidischen Geboten, dann liest man den so ganz arg und sagt, irgendwie komisch, kann ich nichts richtig anfangen mit, ja. Aber das geht darauf zurück. Das ist so ein Kompromissbrief, ja. Das ist ein bisschen christlich, ein bisschen Nachfolge, ein bisschen jüdisch. Und es wird alles so zusammengemengt. Und man kann es nur auseinanderdröseln, wenn man weiß, was dahinter steckt und was die Motivation ist für diesen Artikel. Ich will euch damit nur zeigen, dass die sieben noachidischen Geboten nicht nur irgendein Gedankenkonstrukt sind von irgendeinem mittelalterlichen jüdischen Mystiker, dem Maimonides, sondern dass das Gesetzgebung wird. Manche sagen, ja, das ist jetzt kein echtes Gesetz. So wie ich gesehen habe, hat das eine Gesetzesnummer und hat offiziellen gesetzlichen Status. Die Amerikaner haben auch andere Themen in ihrer Verfassung mit beigesellt, ja, also zum Beispiel auch buddhistische Themen, aber speziell auch die noachidischen Gebote. Und einen Feiertag gewährt. Bei einer Industrienation mit 300 Millionen Leuten, ja, einen Feiertag einzurichten, das ist ein Ding. Und zwar für den Lubavitcher Rebbe Menachem Schneerson, ja. Der war in Brooklyn und war noch prominenter wie der Ginsberg. Und zeitweise haben die Juden gesagt, das ist der Messias. Der ist aber, glaube ich, vor 10 Jahren gestorben. Hochintelligenter Mann. Hochintelligente Themen. Ist klar, dass es nicht jeder predigt, gell? Das ist das, worum es eigentlich geht. Das Gesetz des Geistes in Jesus Christus. Wie anders klingt das als noachidische Gebote? Wie anders ist das als das Alte Testament vom Sinai?
Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Wie anders ist das? Wie herrlich, wie warmherzig, wie freundlich, ja? Wie nah macht sich Gott? Wie verschlossen, wie verbohrt muss man sein, dass das ein Herz nicht anrührt? Dass man davon sagt, das ist gelogen. Ob man Jude ist oder Heide, spielt überhaupt gar keine Rolle, ja? Wie hartherzig muss man sein, dass das Evangelium von dem Herzen einfach abtropft? Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Ihr dürft das Kreuzigen des Fleisches nicht als Kasteiung verstehen, sondern ihr müsst das Kreuzigen des Fleisches verstehen, als dass wir das tun, was Christus getan hat. Christus hat sein Fleisch kreuzigen lassen auf Golgatha. Und weil wir Christus angehören, deswegen kreuzigen wir auch unsere Lüste und Begierden. Aber nicht mit 613 Vorschriften, die wir sklavisch einhalten. Auch nicht, indem wir Speisegebote einhalten. Auch nicht, indem wir fasten. Denn im Neuen Testament steht gar nichts vom Fasten. Nicht einmal. Steht gar nichts vom Fasten. Paulus hat gefastet an zwei Stellen, 2. Korintherbrief, ja. Aber im Neuen Testament steht nicht übers Fasten. Warum? Weil es nicht um den Darm geht, sondern ums Herz. Weil es nicht um irdische Dinge geht, sondern um den Himmel. Ja? Weil es nicht um Buchstaben geht, sondern um den auferstandenen Jesus. Weil es nicht darum geht, sklavisch 613 Vorschriften einzuhalten, zu sagen, ja, noch eine, noch zwei, dann habe ich es, ja. Sondern zu sagen, ich habe Gott liebe und die Menschen liebe, ich bin ein Sünder, Gott hat mir vergeben, Gott ist geduldig mit mir, ich will mit meinem Nächsten auch geduldig sein. Herrlich. So ist Jesus, so sollen wir sein. Deswegen ist das ganze Gesetz erfüllt in dem einen Wort, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber wenn ich es erfüllen will, dann muss ich es erstens schon mal ganz erfüllen und nicht nur Teile. Und ich sehe eigentlich, dass ich am Gesetz scheitere, weil ich es nicht erfüllen kann. Letzten Endes scheitern wir nicht am Gesetz, sondern wir scheitern am Wesen Gottes. Warum? Weil das Gesetz Gottes Wesen ist. Das ist doch gut. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht falsch zeugen. Das ist gut, was Gott sagt. Wir scheitern aber nicht, weil wir zu schwach wären, sondern wir scheitern, weil wir böse sind. Weil wir selber Gott sein wollen. Weil wir etwas für uns haben wollen. Weil ich mich suche und will. Das ist unser Problem. Wir scheitern nicht an Buchstaben, wir scheitern an Gottes Wesen. Weil Gottes Wesen ins Gesetz gegossen wurde. Als Jesus kam, hat er das ganze Gesetz gehalten. Ja, was sollte er denn anders tun? Er war Gott geoffenbart im Fleisch. Wenn er Gott geoffenbart im Fleisch ist, wie sollte er sich anders verhalten als dem Gesetz gemäß? Weil das Gesetz ja heilig und gerecht und gut ist. Versteht ihr? Die gigantische Tat, die Jesus getan hat, war, das Gesetz im Fleisch zu halten. Dass er ins versuchliche Fleisch kam und im Fleisch dieses Gesetz gehalten hat. Das war das Übermenschliche. Das ist sein großer Verdienst. Und ihm allein sei Ehre und Anbetung. Ihm allein. Und wir hängen auf Gedeih und Verderb an Jesus, der Christus war. Auf Gedeih und Verderb. Ja? Was für ein Glück. Damit sind wir ganz gebunden an Jesus und sind ganz frei geworden vom Gesetz. Ja? Und werden neue Menschen. Für uns ist alles gut. Was wir sehen jetzt bei diesem ganzen Thema noachidische Gesetze und Kabbala und gibt es ja noch jede Menge mehr dieser jüdischen mystizistischen Schriften, Hoher Rat, Sanhedrin, Einweihung des Tempels, Tempelbau. Zum Tempel übrigens, mir hat jemand gesagt, die Juden haben so viel Geld für den Tempel, die könnten 7-mal den Tempel bauen.
Sag ich, im Ernst? Ja. Sagt er, sag ich, warum? Woher weiß das? Er sagt, überleg doch mal, seit 70 Jahren spendet die ganze Welt für diesen Tempel. Kannst du dir vorstellen, wie viel Geld da zusammenkommt? Seit 70 Jahren die ganze Welt. In China verkaufen Leute ihre Häuser und spenden das für den Tempelbau in Jerusalem. Nur mal nachrechnen. Ich bin nicht neidisch auf die. Wenn die Jesus finden würden, würden die keinen Tempel mehr bauen wollen, oder? Nö, weil die dann wüssten, Jesus ist ja der hohe Priester und sie selber wären dann ein Tempel im Heiligen Geist, weil Gott in ihnen wohnt. Ja? Die Juden sollen gar keinen Tempel bauen. Die sollen an ihren Messias glauben, oder? Ja. Ja, warum erzählen denn die Evangelikalen alle, die Juden würden einen Tempel bauen und da wäre alles schon fertig? Es kann ja sein, dass das so ist, ja? Es kann sein, die Juden bauen einen Tempel. Aber eigentlich sollen sie an Jesus glauben. So sagt die Schrift. Aber wenn ich das alles sehe, mit welcher Macht es kommt und dass da Symposien abgehalten werden in Wien, und das war ja nicht das Einzigste, ja? Wenn ich sehe, dass bis nach die Chabad-Lubavitcher schon sich ausbreiten und dass diese Themen plötzlich zum Gesetz werden und dass auch in Deutschland dummerweise noch gar kein Gesetz ist gegen Antisemitismus. Da gab es nämlich eine Tagung auch vor anderthalb Jahren im Hotel Adlon in Berlin. Da waren sehr viele sehr vermögende Leute da, die waren schon Milliardäre und auch jüdischen Glaubens und die haben ein großes Symposium gemacht und haben ganz erstaunt gefragt, ja, warum gibt es denn in Deutschland keine Antisemitismusgesetze? Und wenn ich dann höre, dass der Antisemitismus in Deutschland so stark ist, dann habe ich manchmal den Eindruck, als ob man das vorbereitet. So Anlasspolitik. Man schafft einen Anlass und dann schafft man eine Lösung. Ja? Wir kommen zum Schluss. Mal ganz biblisch gedacht, wer waren die ärgsten Feinde der Urgemeinde? Die Juden. Und wer werden die ärgsten Feinde der Endzeitgemeinde sein? Das darf man in Deutschland gar nicht sagen, ne? Es erschreckt mich selber, mir geht das selber nur sehr schwer über die Lippen, aber ich glaube, dass wir das, es wird wieder biblisch werden. Und die Welt versteht das nicht. Die wird nämlich abgelenkt mit allem möglichen Zeugs, mit Filmen und Kino und Medien und Musik und Handy und Corona. Werke oder Frucht? Gesetz oder Gnade? Buchstabe oder der auferstandene Jesus Christus? Wenn wir das Evangelium haben, haben wir die Wahrheit gefunden. Ja? Und unser Glaube beruht auf biblischen Fakten, nicht auf Gefühl oder auf irgendwelchen anderen Themen, sondern auf biblischen Wahrheiten. Wie der Paulus, die ja auch immer wieder im Neuen Testament schreibt, wenn er sagt, wisset ihr nicht, liebe Brüder, wisset ihr nicht, das ist ja ein Fakt, da geht es ja um Fakten, ja? Denn ich rede mit solchen, die das Gesetz wissen. Und er sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen. Aber es mag sein, dass der Widerstand gegen das Evangelium aus einer Richtung kommt, die wir vielleicht bisher noch nicht so erwartet haben. Ja, das mag sein. Aber der Herr Jesus kommt. Oder? Der kommt. Er hat es gesagt und er kommt. Ja? Das ist fest beschlossen, steht im Daniel auch immer wieder. Ja? Das ist fest beschlossen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir die Dinge auch kennen und uns damit ab und zu mal beschäftigen. Und vielleicht sieht man so im Kontrapunkt, ja, auf der einen Seite das Gesetz mit seinen vielen Talmudbänden und seinen ganzen Ausarbeitungen, denn auch die sieben noachidischen Gebote, damit ist es ja nicht bewendet, sondern es sind ja sieben noachidische oder eigentlich sind es sechs noachidische Verbote. Jetzt weiß aber der Goyim noch nicht, was er denn tun soll. Und deswegen müssen die Rabbiner für uns Heiden das ausarbeiten, was Maimonides gesagt hat. Und da gibt es hunderte von Untergesetzen unter diesen sieben noachidischen Geboten. Das ist bei weitem nicht alles, ja. Sondern da werden wir richtig lernen, im Gesetz werden wir unterwiesen werden müssen, damit wir wissen, wie wir uns dann als Bnei Noach, Christen sind wir dann ja keine mehr, als Bnei Noach zu verhalten haben. Ja. Ich wollte euch das zeigen, weil ich glaube, dass das gut ist manchmal, weil man dann diese Worte von Paulus vielleicht ganz neu hört, von der Gnade in Jesus Christus. Amen. Wir beten noch, ja.
Jesus, wir danken dir dafür, dass wir glauben dürfen an dein gutes Evangelium, dass du uns dein Wort gegeben hast durch dein Sterben und Auferstehen. Dass der Vater in dir war und in dir die Welt versöhnt hat und dass die Versöhnung zugänglich ist für jeden, der glaubt, der an dich glaubt. Danke, dass wir diese Botschaft, dieses Evangelium, diese Frohbotschaft haben dürfen und dass sie uns trägt und dass wir dann gewiss sein dürfen und auch fest sein dürfen, auch sicher sein dürfen, dass wir in dir angekommen sind, dass du uns lieb hast, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, weil die Liebe dein Wesen ist und das Wesen des Vaters im Himmel. Segne uns da, wo wir sind. Mehre uns den Glauben. Lass uns wach sein. Lass uns hören. Lass uns neu uns zu dir hinwenden und auch ein Stück weit uns heiligen von dieser Welt. Danke, dass du Leben gibst und dass wir in dir das Leben haben dürfen, das ewige Leben. Und dass du dein Blut dafür vergossen hast auf Golgatha und auferstanden bist und kommst und diese Welt zu dir nimmst, durchrichtest und dass du selbst sie wieder in Ordnung bringst, so wie du zugesagt hast in deinem Wort. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.